Das heißt, wir können uns ja mit Tavar. Schwerwiegender Verlust. Gehen wir von unten die Quest durch, ob wir da irgendwas von hinbekommen. Jack. Ach so, genau, von Volkmar aus sollten wir zu Jack. Jack ist da unten. Oh Mann. Ich weiß, das war nicht ganz so lustig hier. Wenn ich nur das Talent hätte, einer dieser Schrottkarren wieder flott zu machen. Mein Bruder und ich hatten immer den Traum, damit einmal die Welt zu bereisen. Aber selbst wenn wir es schaffen würden, bei den beschissenen Straßen wird daraus nichts. Ja, das denke ich auch. So. Wir sollten ja irgendwas zu Jack bringen oder so. Ich erinnere mich da. Quest, hier unten am Arsch der Welt, ne? Wir gucken gerade nach... Das heißt... Da lang. Oh Mann. Das wird wieder eine Rallye durch die Wüste. Da ist eine Ratte, da ist irgendwas anderes. Keine Ahnung. Hoppala, hopp. So, ich hatte noch ein bisschen über Atomgedö. Ach, ihr wollt mich verarschen. Echt jetzt? Ach nee. Leuchtturmwärter Jack, oder was? Tatsächlich. In jedem Piranha-Bytes-Spiel, also jedenfalls soweit es mir aufgefallen ist, wäre bis jetzt Gothic. Ich glaube sogar, nee, Arcania war ja nicht, voilà, war ja nicht rein Piranha-Bytes, aber ja. Gibt es einen Leuchtturmwärter, der Jack heißt? Hm. Ob wir da heil hinkommen? Moin. Tschüss. Keine Lust auf dich. So. Vielleicht können wir bei Jack auch eine Runde knacken. Oh Gott. Ja, moin! Los, weg! So, ja. Lässig. Wie im Bilderbuch. Auf jeden Fall, Ray. Aber was ich nur sagen wollte ist... Oh, das sieht cool aus. Das sieht extrem jetzt geil aus. Stell dir mal vor, das Ding wäre eine dicke, fette Zigarre. Mit so einem Prügel könnte sogar ich den Sonnenuntergang genießen. Das klingt so falsch, Ray. Ja. Was ich sagen wollte ist, Atomkraft kann ganz nützlich sein in unserer heutigen Zeit, denke ich mal. Dennoch, sowas wie Fusionskraft oder so wäre doch eine andere Variante, wie die man anstreben sollte. Wo wir wahrscheinlich noch viel zu blöd zu sind. Und wieder ein Idiot, der uns ins Netz gegangen ist. Viel ist nicht an dir dran, aber es reicht für die Nachspeise. Was läuft hier? Wir hacken dich in mundgerechte Stücke. Das läuft hier. Dich mache ich lang. Klasse. Warum? Mal jetzt ohne Scheiß. Warum ist jede Quest, die ich anfangen möchte, einfach nur batschtot? Oh, langsam geht's mir auf den Sack. Nee, also nicht nur der Husten. Und wie? Ich skipp das mal. Wir Aua. Whoa!
Fuck it. Ray, Vorsicht! Nun. Das probiere ich noch ein, zwei Mal. Wir müssen doch jetzt mal langsam zur Potte kommen hier, ey. Und was? Dich mach ich lang! Jo, jo, jo. Toll. Drecksack, Alter! Ah, das ist ätzend. Sorry, das ist... Ja, ja, fickt euch. Deine Mutter! Du entkommst mir nicht! Hä? Sagen, wieso macht das Ding nicht bumm? Ich bin schon dran. Ich hab da mal so eine Idee. Moin! Ich hab dir mal Frischfleisch mitgebracht. Oh, jetzt habe ich den Dino erwischt. Na toll. Ja, moin. Tag. Jungs, könnt ihr mal Scheiße lassen? Sag mal, seid ihr bescheuert? Ach, der Raptor, dem ist das auch vollkommen total Latte. Haben die den jetzt platt gemacht? Nee. Wo ist Ray? Saublödes Volk. Ja, leck mich fett, ey. Es kann doch nicht wahr sein, dass wirklich jeder Scheiß. Das reicht. Ja, du fängst doch sowieso den Streit an, Arschloch. Sack, ey. Oh, ich muss mal ganz kurz husten, sorry. Oh, nee. Das ist wirklich nicht schön, so ein Husten. Gerade wenn man reden möchte. So, einer weniger. Eine Pfeile. Zieht er jetzt? Naja.
Jetzt geht's rund. Alter, was teilt der denn aus? Weil den Ray scheint das scheißegal zu sein gerade. Der ist echt übel mit seinem Scheißhammer. Ach, fuck. Jetzt, wo wir den Trigger nicht ausgelöst haben, questtechnisch. Oh, zwei Handgranaten erhalten, das ist sehr schön. Hab ich jetzt F8 gedrückt, ja. Also, wo wir jetzt den Dings nicht erwischt haben. Den Bossy McBoss-Boss. Da kommt's auch nur einzeln, ne? Au. Ray, du darfst auch mal. Boah, das hat's gerade geruckt. Schon wieder aggro, das finde ich nicht gut. Ich sollte mal noch einen Heiltrank trinken, den ich nicht mehr habe. Ah, fuck it. Double KO. Damn. Dafür bekommst du auf die Fresse. Ach, die Fresse kriege ich so oder so, lass mal. Eigenartig, das ging jetzt schnell. Echt? Wo? Oh, hi! Aua. Gut, das kann ich auch, guck mal. Sogar ziemlich gut. Hoppala. Geh weg. Danke. Vielen lieben Dank, Ray. Bolzen. Elixit. Du hast keine entsprechende Waffe für die Bolzen, glaube ich. Das ist wie in Gothic. Bolzen, aber keine Waffe dafür. Eine Axt, die ich nicht mitnehmen darf. Bis zum nächsten Morgen. Danke. Oh, meine Fresse. Huha. Ich, ja. Bedienen mich mal ganz kurz. Das müsste Jack sein. Bist diesen Kannibalen fast in die Falle gelaufen, was, Jungchen? Gut, dass sie in dir ihren Meister gefunden haben. Ein Moment länger und sie hätten mich über dem Feuer geröstet. Bitte, gib mir doch auf den Schreck ein aus. Na klar.
Auf dein Wohl. Ah, das wird meiner Kehle guttun. Hab's ein Gut bei mir. So, jetzt hole ich noch einmal tief Luft und hoffe, dass du wirklich jeden erwischt hast. Du siehst noch nicht so alt aus, darum lass mich dir sagen, früher hätte es eine solch verkommene Bande nicht gegeben. Vor allem, er hat die gleiche Synchronstimme wie in Gothic. Das finde ich sehr gut. Warum hat es dich hierhin verschlagen? Der Leuchtturm ist schuld, Junge. Leuchttürme üben seit jeher eine große Faszination auf mich aus. Sie sind das Sinnbild für Hilfe und Orientierung, ein Wegweiser in der Not. Weißt du, in meinem Alter hat man genügend Anführer kommen und gehen sehen. Da schlage ich mich lieber auf eigene Faust durch und kratze meine Splitter anderweitig zusammen. Mutig für jemanden in deinem Alter. Vielleicht auch zu mutig. Bevor ich hier ankam, habe ich nicht weit von hier ein paar Schrottsammlern meine Hilfe angeboten. Ihr Auftraggeber verschleißt seine Leute wohl am laufenden Band. Und da war meine Unterstützung sehr willkommen. Doch dann hat uns des Nachts ein Haufen Kleriker überfallen. Und auf einen Kampf wollte ich es nicht ankommen lassen. Darum habe ich mich erst einmal zurückgezogen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, nehme ich an. Nein, ich habe mich leider zu einer Dummheit hinreißen lassen. Da ich ohne Nahrung noch älter ausgesehen hätte, als ich eh schon bin, habe ich ihnen heimlich ein wenig Nahrung abgezwackt. Scheinbar erwarten sie keinen Angriff und fühlen sich so sicher, dass ihre Achtsamkeit nachgelassen hat. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass ich ihrem Anführer im Schutz der Dunkelheit auch die Waffe abgeluchst hab. Manchmal sind diese alten Knochen noch flink genug für solche leichtsinnige Aktionen. Und bevor du fragst, ich hab mir nicht viel dabei gedacht. Es war einfach zu verlockend. Jetzt ist der Haufen sicher alarmiert und knüpft mich auf, wenn sie ins Jagdhorn blasen. Darum dachte ich auch, der Leuchtturm wäre ein gutes Versteck. Aber du weißt ja, wozu das geführt hat. Ja, gibt's was, was man für dich tun kann? Gibt es etwas, was man für dich tun kann? Nein, nein, ich komm schon klar. Verschwende deine Energie nicht an einem alten Knochen wie mir. Das Einzige, woran ich interessiert bin, sind Geschichten. Und ich denke, du wirst mir kaum etwas erzählen können, das ich noch nicht weiß. Ich könnte dir etwas über die Alps erzählen. Kaum jemand weiß etwas über ihre Hintergründe. Ich schon. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Dann lass mal hören. Alps agieren häufig nicht auf eigene Faust, sondern besitzen ein ausgeprägtes Gruppenverhalten. Der Begriff der Schwarmintelligenz greift jedoch zu kurz, was die Alps angeht. Jeder Alp kann frei handeln. Doch durch den stetigen Elix-Einfluss vertreten viele Alps eine einhellige Meinung. Aber es gibt auch jene, die alleine handeln, richtig? Korrekt. Das sind die Elixitoren. Sie gehören zur obersten Kaste. Wirklich interessant. Gibt es noch etwas, das du mir über sie erzählen kannst? Darüber hinaus gibt es noch die Feldherren. Sie koordinieren die Abläufe und versuchen, jeden Widerstand im Keim zu ersticken. Du meinst solche wie die Bestie von Xakor? Er schien sich einen besonderen Namen in ihren Reihen gemacht zu haben. Ja, aber er ist ein Kapitel für sich. So viel kann ich dir verraten. Und weiter? Geschichtsstunde. Die Alps besitzen ein weitaus höheres technisches Verständnis als die Kleriker. Auch wenn sie erst durch das Elix entstanden sind, sind ihnen Fragmente aus der alten Welt erhalten geblieben. Fragmente? Du meinst Wissen? Exakt. Dieses Wissen haben sie von einer Quelle großer Macht bekommen. Sie haben jedoch kein großes Interesse daran, den Zustand von einst zu rekonstruieren. Warum nicht? Weil dieser Wunsch menschlich ist und sie sehen sich nicht als Menschen. Ah, ich verstehe. Sonst noch etwas? Mehr gibt es nicht zu sagen. Das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Gerne. Erzähl mir von früher. Erzähl mir von früher.
Nur zu gern. Was möchtest du wissen? Vor allen Dingen Geschichtsstunde. Habe ich das nicht gesagt? Finde ich sehr schön. Das fand ich in Gothic auch immer geil. Was weißt du über Tabar? Tja, das Ödland kannte seinerzeit weitaus mehr Zivilisation, als man denken mag. Aber als der Meteor kam, hat er nur noch eine Wüste hinterlassen. Nahezu alles wurde zerstört oder verschüttet. Einige Gebäudekomplexe konnten sich dennoch dieser Gewalt widersetzen. So zum Beispiel das Fort. Vielleicht wusstest du es noch nicht, aber Logan, oder der Duke, wie er sich heute nennt, sitzt auf einem Pulverfass. Denn schon damals war das Fort ein Stützpunkt, in dem massenweise Waffen gelagert wurden. Ah, okay. Klingt interessant. Waffen. Gefahr. Wie akut ist die Gefahr, ist wichtiger als Waffen. Wie akut ist die Gefahr? Solange kein Erdbeben oder etwas anderes die Erde merklich erschüttert, gering. Aber wenn die Welt erneut durchgerüttelt wird, ist es besser, dein Hindernis woanders. Vielleicht irre ich ja auch. Nur bist du dann besser nicht in der Nähe, um es herauszufinden. Zusammengefasst kann man über Tavan nur noch Folgendes verlieren. Eine Einöde, die kein Erbarmen kennt. Also, fassen wir mal zusammen. Wenn es dazu kommt, wir sammeln ja die Teile für die für The Big Bang, sollten wir möglichst weit weg sein. Ansonsten macht's Rums und wir sind, auch platt.